Heute ist der 3. Januar 2023 und ich bin zum ersten Mal nach dem Jahreswechsel wieder draußen und ich finde noch so die Reste der Silvesternacht vor. Insbesondere sind das da hinten auf der Weide hinter dem Futterplatz eine kleine Ansammlung von Wildgänsen, die sich hier versteckt haben wahrscheinlich. Das ist viel zu trocken eigentlich, das Areal. Die bräuchten ja wesentlich mehr Wasser, aber verkrümeln sich halt jedes Jahr hierher, wenn geböllert wird rundum. Ich muss aber sagen, bei uns war es schon am Neujahrsabend recht still wieder. Und das Geböller Silvester war schlimm, wie immer. Naja, sie haben es überstanden, wie man sieht. Heute ist mal einer der Tage zwischen den ganzen windigen Tiefdruckgebieten, die uns hier voll regnen. Das hat Silvester schon gestürmt, so leichtes Stürmchen gegeben. Es war schon recht windig und Neujahr dementsprechend nass. Gestern dunkel, grau, nass. Morgen soll es genauso weitergehen. Es soll sogar ein bisschen kühler werden. Es ist heute auch wesentlich kühler. Zu Silvester hatten wir hier wirklich frühlingshafte Temperaturen, so 13, 14, also so bis zu 15 Grad wahrscheinlich. Und das war auch in der Nacht noch relativ warm. Ich weiß nicht, ob man es übers Mikrofon hören kann. Im Hintergrund hört man die Gänse schnattern. Da muss wieder der Störenfried eingetrudelt sein, der uns hier schon seit so einer langen Zeit immer wieder beschäftigt. Ich weiß nicht, was es ist genau. Es sieht aus wie ein Falke oder Sperber. Aber ganz genau kann ich das nicht erkennen. Hier oben im Hang ist es heute am ungemütlichsten. Hier zieht es ganz schön. Wir haben zwar nicht viel Wind, aber der ist ganz schön kalt. So Südwest, würde ich mal sagen. Temperaturmäßig ist es ja heute auch nicht so wie die letzten Tage. Höchsttemperaturen von 6 Grad sind heute Mittag angesagt. Dann dürften wir jetzt so knapp über Null. Im Wind natürlich noch kälter.
Hallo, kommt runter. Sag Gott sei Dank, ist wieder Ruhe, ne? Ja. Ist gerade eine Reiterin gekommen. Die Rasselbande haut heute nicht ab, obwohl da die Reiterin ihre Runden dreht. Es scheint aber auch so, dass sie nicht hier oben lang kommen wird und auch nicht an der unteren Futterstelle, an der großen, vorbei reiten wird. Jo, sie zieht zwei Runden und reitet wieder raus. Die Krähen hatten recht. So, für mich heißt das jetzt wieder Feierabend machen. Wie man richtig sehen kann, ich habe so Glück gehabt und konnte noch ein bisschen Sonne tanken. Die ganze Woche soll es regnen und Wind geben, richtig so stürmische Böen geben. Das wird richtig verdammt nass. Und ich habe jetzt, weil es wirklich heute noch so richtig Glück gehabt mit dem Wetter. Es ist zwar kalt, aber sonnig und man kann richtig schön Sonne tanken. Das hat richtig gut getan. Davon werde ich die nächsten Tage zehren müssen. Und ich bin auch richtig beruhigt, dass es wieder ruhig geworden ist und die Rasselbande, wie man sieht, fleißig zu Gange rund um mich rum. Es scheint nichts Schlimmes passiert zu sein. Gut, das kann man nicht wissen, aber ich kann ja wirklich kaum noch jemanden rauserkennen. Sie ähneln sich alle so extrem, ja. Es ist halt... Den Tatonka erkenne ich nicht mehr, weil er die Schwanzfedern wieder hat und die Punkte verloren. Offenbar. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn da so eine Krähe ist, die in der bestimmten Position sitzt, dass er das ist. Aber guckt euch an, was hier noch rund um mich los ist. Das ist ja wirklich richtig heftig. Und so richtig schön nah wieder. Das ist eine Wohltat. Für mich jedenfalls. Na gut, also der Tag war schön. Wetter war schön. Gesellschaft war gut.
Und damit sage ich wieder mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr kommt das nächste Mal auch wieder auf den Kanal. Und bis dahin verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Interesse und fürs Zuschauen. Bis bald.